Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute einen Klassiker, nämlich Kartoffelsalat. Und außerdem gibt es noch einen Intermezzo mit unserer selbst kreierten Bratwurst. Aber das erzähle ich euch am besten in dieser Folge. Ich habe mich bei mir auf dem Kanal mal umgeguckt und dabei ist mir aufgefallen, dass die Salatbar relativ leer ist. Und da gibt es natürlich Klassiker in Deutschland, die bei keinem Grillen fehlen dürfen. Das ist einmal der gute alte Kartoffelsalat und dann ist es eben der Nudelsalat. Wir starten heute aber mit dem Kartoffelsalat, wie der Titel schon erahnen lässt. Und jetzt kann man das sich ganz einfach machen. Man nimmt Pellkartoffeln, schneidet da so ein obligatorisches Tomätchen rein, gießt das mit Fleischsalat auf, rührt es durch und ist fertig. Ganz so einfach wollte ich es nicht machen und vor allem, ich wollte halt wirklich mein Rezept nehmen, was ich tatsächlich auch mache, denn auch bei mir, man mag es kaum glauben, gibt es häufiger mal Kartoffelsalat. Und dafür brauchen wir als erstes Drillinge. Die sind vorgekocht und dann habe ich die in gröbere Stücke geschnitten und diese Kartoffeln in eine Schüssel gegeben. Anschließend eine Tomate. Ich habe in meinem Fall eine Ochsenherztomate genommen, weil die viel festes Fruchtfleisch hat und relativ wenig von diesem glibbrigen Fruchtfleisch. Deswegen eine Ochsenherztomate, die in feinere Stücke geschnitten, zu den Kartoffeln gegeben. Dann, um den Frühling ein wenig in den Salat zu holen, brauchen wir ein paar Radieschen. Die befreien wir von Strunk bzw. oben von dem Grünen und schneiden sie dann in feine Würfelchen. Geben das hinzu und müssen ein paar Kräuter hacken. Im Moment gibt es an jeder Ecke Bärlauch und Petersilie gibt es sowieso das ganze Jahr. Dementsprechend nehmen wir diese beiden Kräuter, geben sie zusammen und hacken sie einfach fein runter. Um ein wenig Schärfe und auch eine gewisse Frische da reinzukriegen, nehmen wir Lauch bzw. Frühlingszwiebeln und schneiden diese in feine Ringe, geben sie zu den übrigen Zutaten und nehmen dann noch eine Avocado. Die Avocado, da nehmt ihr einfach das Kerngehäuse raus und wenn ihr das getan habt, dann wird mit einem Löffel das Fruchtfleisch rausgenommen und die Avocado in etwa gleich große Stücke wie die Kartoffel geschnitten. Zum Schluss wird das Ganze, um da ein bisschen Gehalt dran zu kriegen, mit Mayonnaise aufgefüllt. Was heißt aufgefüllt? Ja, es schwimmt ja nicht da drin. Aber wir nehmen einen ordentlichen Schlag, da könnt ihr ruhig 4-5 Esslöffel nehmen und dann das Ganze verrühren. Jetzt stellen wir unseren Kartoffelsalat zur Seite und lassen den einfach ziehen. Und dazu gibt es eine Bratwurst. Das ist jetzt eine von uns selbst entwickelte Bratwurst. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Firma Dornseifer bzw. im Frische Markt Dornseifer zwei Bratwürste und klassische Nackensteaks entwickelt. Das wird viele von euch jetzt leider nicht erreichen, weil das gibt es ja hier im Sauer- und Siegerland in den Dornseifermärkten gibt es sie zu kaufen. Und die arbeiten halt mit regionalen Landwirten zusammen und so. Und das fanden wir so cool, dass wir gesagt haben, wir kreieren unsere eigene Bratwurst. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wirklich mal Bock darauf habt, euren Rewe fragen, weil die können diese Produkte von Dornseifer nämlich in ihren Laden aufnehmen. Ich kann aber nicht versprechen, ob das denn klappt. Und warum ich das jetzt zeige, also das Video mit dem Kartoffelsalat ist nicht um diese Bratwurst entstanden, sondern ich habe halt wirklich gedacht, man muss mal so einen Kartoffelsalat verfilmen. Aber gleichzeitig bin ich unglaublich stolz, dass ich es mittlerweile dazu gebracht habe, eigene Bratwürstchen auf dem Markt zu haben. Und dementsprechend, ja, will ich sie auch zeigen und natürlich, ja, mein Kanal, Mein Filmchen, deswegen natürlich auch meine Bratwurst und die nehmen wir aus der Verpackung raus und dann denkt dran, so eine Wurst hat 4 Seiten, deswegen die Wurst von allen 4 Seiten bei ordentlich Hitze einmal angegrillt, danach in den indirekten Bereich gelegt und dann konnten wir auch schon loslegen und unsere Wurst aufschneiden. Zusammen mit dem Kartoffelsalat anrichten, den Kartoffelsalat einfach in eine schönere Schüssel, die Bratwurst dazu und fertig ist der ganze Zauber. Kommen wir zum Fazit und mir ist bewusst, dass ich mit Sicherheit mit einem Kartoffelsalat das Rad nicht neu erfunden habe. Dennoch denke ich immer, wenn ich da so diese Kartoffelsalätchen im Eimer sehe oder die Leute sich halt so wirklich gar keine Mühe geben, ja, da ist noch vielleicht ein bisschen Bedarf und gerade jetzt im Frühling, ja Frühling, ich liebe den Frühling, wir haben super frische Zutaten, wir haben Bärlauch, wir haben Frühlingszwiebeln, die endlich wieder nach was schmecken, wir haben Radieschen, wir haben unglaublich viele Kräuter, die man jetzt ernten kann bzw. essen kann und mega, das solltet ihr auf jeden Fall machen und das solltet ihr auch in euren Kartoffelsalat mit reinpacken. So ein Kartoffelsalat ist halt total individuell, ihr könnt
eben Drillinge nehmen, ihr könnt Pellkartoffeln nehmen, ihr könnt Kartoffelscheiben nehmen, ihr könnt auch, wenn ihr sagt, okay, ich will da jetzt mal was Fruchtiges reinhaben, zum Beispiel irgendwie Pfirsiche aus der Dose ruhig auch, packt das einfach mal damit rein. Das schmeckt nämlich wirklich unglaublich lecker und ist halt, wie gesagt, individuell. Wenn ihr mehr solche Rezepte so in diese Richtung haben wollt, also wirklich mal nur Beilage, vielleicht mal ein Würstchen dabei oder sowas, dann haut's mir doch gerne hier unten in die Kommentare. Wie gesagt, das mit der Wurst, das ist einfach mein eigener Stolz, ja, weil ich finde das großartig. Wer hätte gedacht, dass das sich mal aus all dem entwickeln kann. Und finde ich eine coole Sache, deswegen ist es in diesem Video drin. Wenn ihr Bock habt, zerreißt mich dafür, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich brauche mich da nicht für zu schämen, denn klar, es sind eingeschweißte Würstchen und es ist ein eingeschweißtes Nackensteak, aber es ist so, dass man mit regionalen Partnern zusammenarbeitet. Man weiß hier, wo das Fleisch herkommt, die Gewürzmischungen sind von uns. Ich finde es eine total coole Sache. Solltet ihr mal drüber stolpern, dann vielleicht mal einpacken und dann könnt ihr hier unten auch kommentieren, wie euch die Wurst denn geschmeckt hat. Und im Zweifelsfall, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich wohne im tiefsten Norden des Sauerlandes oder sowas, einfach mal bei Rewe fragen. Vielleicht ja, lässt sich da was machen, ich weiß es nicht, aber Versuch macht klug. Keine Angst, das ist jetzt nicht so, als würde ich da jetzt Millionen für bekommen. Ich finde es einfach unglaublich cool, wenn überall meine Bratwurst rumliegt. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir vielleicht einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr gerade hier unten zugange seid, dann klickt doch mal auf Abonnieren und abonniert diesen Kanal. Denn dann verpasst ihr auch nichts mehr und ihr bekommt viele weitere, eventuell auch leckere Salatrezepte. Und außerdem findet ihr in der Infobox noch viele weitere Infos. Guckt euch da einfach mal um, klickt euch da mal durch und schreibt mal gerne hier unten in die Kommentare, was für ein Salat es denn bei euch gibt. Gibt es da auch den Klassiker Kartoffelsalat oder gibt es da Nudelsalat oder gibt es da was völlig anderes? Wie gesagt, haut es mir hier unten rein, ein wohlwollender Kommentar. Und selbst wenn er nicht wohlwollend, sondern positiv kritisch ist, gerne hier unten reinhauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne. Macht es gut. Tschüss.